Das Wachau-Friedrichs-Museum trägt den Namen von Ferdinand Franz Wallraff in seinem Titel im Wesentlichen aus historischen Gründen. Denn Ferdinand Franz Wallraff hat seine weitreichenden, großartigen Sammlungen testamentarisch 1818 der Stadt Köln vermacht. Mit seinem Tod 1824 fällt es in das Eigentum der Stadt Köln. Zur wirklichen Gründung des Wachau-Friedrichs-Museums kann es dann erst 1861 kommen, nachdem Johann Heinrich Richards Anfang der 50er Jahre das Geld für einen ersten großen Museumsbau gestiftet hat. Und seitdem sind die beiden Namen von Ferdinand Franz Wallraff und von Johann Heinrich Richards ja mit dem Hause verbunden. Ich glaube, dass man schon sagen muss, dass Ferdinand Franz Wallraff ein geschickter Kunstsammler war. Er war sicher kein Kunstsammler, wenn wir ihn aus heutiger Perspektive betrachten, der Hauptwerke der Kunstgeschichte ausschließlich zusammengetragen hat. Aber er war ausgesprochen geschickt darin, mit beschränkten finanziellen Mitteln, mit beschränkten räumlichen Mitteln, das Erbe seiner Heimatstadt Köln zusammenzuhalten, zusammenzutragen. Und er selber hat das gewiss so gesehen, auch zu retten für die Nachwelt. Und wenn wir heute sehen, dass wir hier im Wachau-Friedrichs-Museum die wunderbaren Holztafelgemälde zeigen, wenn wir in anderen Häusern der Stadt auch öffentlich präsentieren, im Stadtmuseum, im Museum für angewandte Kunst, auch in der Universitätsbibliothek seine Schriften, dann haben wir ein reiches Erbe, das wir alleine Ferdinand Franz Wallraff verdanken. Und man muss sagen, dass sein Plan und seine Mission, die er sicher verfolgt hat, aufgegangen ist. Und insofern ist er ganz gewiss ein geschickter Sammler gewesen. Ja, wir stehen hier vor einem Gemälde, das tatsächlich aus der Sammlung von Ferdinand Franz Wallraff stammt, das für unsere Sammlung von hoher Bedeutung ist, weil es unsere Inventar Nummer 1 ist, WRM1. Und es ist auch deshalb von großer Bedeutung, weil es zeigt, was Wallraff geleistet hat, denn er zeigt uns hier mit diesem Altarwerk im Grunde den Beginn der kölnischen Malerei überhaupt. Wir sind hier in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Und es ist ein Altar aus dem Klarissenkloster hier in Köln, das schon 1304 gegründet wurde. Man sieht auch unten die kleine Clarissin als Stifterin, sodass es wohl der privaten Andacht gedient hat. Es war ein Reliquienaltar, man sieht auch die heute leer gebliebenen Reliquienkästchen. Also ein wirkliches Prunkstück, ein Eckpfeiler der hiesigen Mittelaltersammlung. Die Frage danach, welche Kunst Wallraff besonders interessiert hat, ist gar nicht so einfach zu beantworten, wenn man auf die Vielschichtigkeit seiner Interessen und auf die Vielschichtigkeit seiner Sammlung abhebt. Denn dort waren ja neben den hier wunderbar im Wallraff-Richards-Museum gesammelten und gezeigten mittelalterlichen Tafelgemälden auch Urkunden, Münzen, auch provinzialrömische Antiken, Kupferstiche und vieles andere dort vertreten. Deshalb ist es schwer zu sagen, dass er nun auf eine bestimmte Art von Kunst angesprochen hätte. Ich glaube, das wesentliche Kriterium für Wallraff war, dass das, was er versammelte, einen Bezug zur Stadt Köln hatte und damit auch zu seiner Heimatstadt und zu dem, was ihm bedeutend war. Und ich glaube, dass seine Mission im Wesentlichen darin bestand, dass er die Geschichte der Stadt Köln in sehr bewegten Zeiten um 1800, als wirklich ein Zeitenumbruch ja stattfand, gerade in der französischen Besatzungszeit über die Zeiten retten wollte. Es ist nicht primär, glaube ich, die künstlerische Güte gewesen, die ihn geleitet hat, sondern die Dokumente, die die Stadtgeschichte festhalten, sodass man auch künftig, und das tun wir ja heute noch, indem wir die Dinge anschauen, die Geschichte der Stadt und auch die hier tätigen Künstler und das hier Entstandene nachvollziehen können.